Nach zwei bitteren Niederlagen könnte heute wieder Gutmachung folgen. Greifswald mit 0:5 Niederlage beim BFC. Die Gäste aus Halberstadt verloren das direkte Duell gegen TB. Die Germania in Schwarz mit dem Rücken zur Wand als einziges Team noch ohne Auswärtssieg in dieser Saison. Hacketal, Lünjani und am zweiten Pfosten steht Luis Malina. Traumstart für den VfB. 1:0 nach 7 Minuten. Jubel beim mitgereisten Anhang. Genau das ist die Reaktion, die sie von ihrer Mannschaft sehen wollten. Lünjani gegen Kocha, Fahr zu weit weg von Malina. Brendig noch dran, aber keine Chance aus kurzer Distanz. Antwort Greifswald, die 15. Minute. Kagbo heute zurück in der Startelf. Das ist Kocha. Und dann Zichos. Kagbo noch mit dem Knie am Ball. Starker Reflex von Lukas Zichos. Der GFC tut sich schwer gegen kompakt und aufopferungsvoll verteidigende Halberstädter. Kocha im Duell gegen Gritzega. Und dann luchst ihm Dalival den Ball ab. Und dann dieses Foul von Kocha. Entschuldigt sich hier rüdes Einsteigen vom Greifswalder. Will den Ball spielen, verschätzt sich aber mit offener Sohle auf den Knöchel. Henry Müller zeigt folgerichtig die rote Karte. Beim erneuten Betrachten der Bilder wird auch Kocha Verständnis haben für diese Entscheidung. Bitter Greifswald in Unterzahl. 5 Minuten später, die 39. Minute. Bisher ein gebrauchter Tag für die Norddeutschen. Und dieser Pass macht den Tag nicht besser. Granatowski mit dem direkten Anspiel auf Patrick Baudes. So ein Anspiel, da lässt er sich nicht zweimal bitten. Ganz zur Freude des Trainers. Das dritte Saisontor für Patrick Baudes. Der Innenverteidiger in Stürmermanier traf schon gegen TB. Und hier erzielt er das 0:2. Bisher ein gebrauchter Tag für die Greifswalder. 0:2 Rückstand und man spielt in Unterzahl. In den letzten 7 Spielen des GFCs fielen immer mehr als 3 Tore. Platz 7 ist man in der Heimtabelle. Und hier schickt sich der Kapitän an und erzielt den Anschlusstreffer. Tom Weiland zurück nach Verletzung. So wichtig dieses Tor kurz vor der Pause. Brendig mit dem langen Ball und dann gewinnt Weiland das Duell gegen Baudes. Eben hatte er noch getroffen. Hier sieht er nicht gut aus. Weiland verwandelt eiskalt. Keine Chance für Zichos. Starke erste Hälfte der Germania, aber trotz Unterzahl Greifswald mit dem Anschlusstreffer. Pausenstand 1:1. Die 62. Minute, der VfB erst mit 2 Punkten auswärts. Das soll sich heute ändern. Lünjani mit einem guten Spiel im Doppelpass und dann Hacketal. Aus 6 Metern direkt auf den Keeper. Auf der Gegenseite Greifswald drücken auf das 2:2. Weiland, schnell ausgeführte Ecke. Im Doppelpass mit Knechtel, Weiland, Malina und dann fasst sich Granatowski ein Herz. Ausgerechnet er mit dem Bock, der zum 0:2 führte. Greifswald gleicht in Unterzahl aus. Riesenaufholjagd. Granatowski mit einem Pfund wird nicht angegriffen zum 2:2. Das Spiel bestimmt durch viele kleine Fouls, hohe Zweikampfintensität, viele gelbe Karten. Fahr spitzelt hier den Ball weg und kassiert dafür die gelb-rote Karte. Greifswald zu 9 gegen 11 Halberstädter für die letzten 15 Minuten. Doch der Aufsteiger auch in Unterzahl spielbestimmt. Lukas Knechtel im Doppelpass mit Weiland. Positiver Einfluss, setzt seine Einwechslung auf Richardson. Artistisch der Seitfallzieher des US-Amerikaners.
Hitzige Partie auch an der Seitenlinie. Roland Brabetz nicht erfreut über das Verhalten der Halberstädter Bank. Die wohlgemerkt zwei Mann mehr auf dem Feld haben. Nachspielzeit, letzte Chance für die Gäste, den ersten Auswärtssieg einzufahren. Hacketal schickt Lübcke. Und am zweiten Pfosten steht Pfeiffer. Das wäre die Wiedergutmachung gewesen. Verschoss zwei Elfmeter gegen TB. Kam von der Bank. Hier die große Chance zum Siegtreffer in letzter Sekunde. Kriegt den Ball nicht gedrückt. Kubitz stört noch entscheidend. Und so bleibt es beim 2:2. Großer Kampfgeist vom Greifswalder FC. Ein Punkt, mit dem der GFC sicher besser leben kann als die Germania. Aber so wie das Spiel dann gelaufen ist, ein frühes Gegentor, ein dummes wieder nach einer Standardsituation, die rote Karte dazu, dann das zweite Tor, dann kommst du als Mannschaft meistens auch nicht mehr zurück. Und wir haben eine gute Reaktion gezeigt und dann muss man das Spiel auch für sich betrachten und sagen, das 2:2 mit der zweiten roten Karte ist dann für sich dann trotzdem eine gute Reaktion und den einen Punkt nehmen wir mit, weil der ist für etwas vielleicht dann auch gut. Wir haben uns heute gewehrt, wir haben uns dagegen gestemmt, wir waren in den Zweikämpfen heute präsent, wir waren auch in gewissen Phasen mutig. Ja, und am Ende musst du dann halt trotzdem, so ehrlich muss man sein, wenn du 2:0 führst, dann darfst du es halt nicht aus der Hand geben und das ist jetzt gerade das, was es gerade bitter macht, weil wir durchaus die Möglichkeit hatten, auch aufs 3:1 und aus 3 Metern den Kopfball, den dürfen wir dann schon mal machen. Enttäuschung beim VfB. Trotz engagierter Leistung eine Partie, auf der man aufbauen kann. Genauso wie beim einzigen Regionalligisten aus Mecklenburg-Vorpommern, dem Greifswalder FC.